Ja, Halbzeit im MV-Ligaspiel SG Banskulezen gegen den HSV Grimm. Es steht 19:16 für die SG Banskulezen. Bei mir habe ich den Vorstandsvorsitzenden des HSV Grimm, Robert Schulz. Peter Schulz, entschuldigen Sie. Ja, Ihr erster Eindruck, man hat von einem Spitzenspiel vor der Partie gesprochen. Das hat der Partie eigentlich auch standgehalten. Sehe ich das richtig? Na, ich denke schon, wenn wir in die Anzeigetafel schauen und hier sehen, wie viele Tore schon gefallen sind bislang, dann ist genau das eingetreten, was wir auch in der Vorberatung eigentlich besprochen haben, dass viele Tore fallen werden, dass beide Mannschaften auf Tempo, auf Spiel setzen, auf Spielwitz setzen. Natürlich ist es zwischen Grimm und Bansko immer heiß umkämpft. Wir haben viele kleinere Nicklichkeiten. Ich denke aber noch, haben die Schiedsrichter das im Griff. Hoffe, dass sie ihre Linie durchziehen und auch die kleinen Nicklichkeiten von den bösen Sachen unterscheiden können. Ja, nun, Ihre Mannschaft liegt nun hinten. Was hat Bansko besser gemacht in der ersten Hälfte, dass es zur 3-Tore-Führung reichte? Na, ich denke, in erster Linie sieht man, dass die Verstärkung gerade auf der halbrechten Position bei Bansko gut einschlägt. Er führt die nicht nur den Angriff, auch in der Abwehr steht er sehr sicher. Und ich denke auch, die Grimmner haben noch die eine oder andere Chance liegen lassen, sodass sie da vielleicht noch Möglichkeiten, Steigerungsmöglichkeiten in der zweiten Halbzeit haben. Also ich denke, 3 Tore ist natürlich schon eine Menge Holz in Bansko, aber noch ist nichts verloren. Ja, Sie können ja nur draußen, Sie haben ja nur keine direkte Einwirkung auf die Mannschaft. Was kann man als Fan noch tun, um die Mannschaft jetzt nach vorne zu treiben? Sind Sie lautstark dabei? Ja, na, selbstverständlich, sonst würde ich mich nicht ehrenamtlich engagieren. Aber ich bin ganz optimistisch, dass es hier noch ein heißer Tanz werden wird. Wir freuen uns immer, hier zu sein. Früher in Bansko schon, heute in Leeds. Ist eine tolle Stimmung. Ich hoffe, dass es auch weiter zwischen den Fanlagern so friedlich bleibt, auch wenn es die eine oder andere Nicklichkeit immer gibt. Aber damit können wir gut leben. Das ist unser Sport. Auf der Platte hart und fair und hinterher natürlich immer fair im Umgang miteinander. Der HSV Grimm hatte lange Zeit den Aufstieg in die Regionalliga damals angestrebt, dann ist es dann geschafft, musste dann wieder absteigen in die Oberliga. Wo geht es jetzt hin in dieser Saison für den HSV Grimm? Naja, also wenn man sich unsere Mannschaft genau anguckt, sieht man, dass wir ein sehr junges Team haben. Wir haben viele Leute aus dem eigenen Nachwuchs, die wir über viele Jahre
hinweg aufgebaut haben, in die Mannschaft integrieren möchten. Deswegen sind wir auch nicht in die Oberliga aus der Spree gegangen und haben den Weg nicht gemacht, mit unserer ersten in die aus der Spree-Liga und mit der zweiten in die MV-Liga, in die neue zu gehen. Deswegen möchten wir diese Mannschaften integrieren. Mal schauen, ein, zwei Jahre, wie die Entwicklung ist. Müssen aber natürlich auch noch beachten, bei uns in Grimm gibt es zurzeit relativ schwierige Rahmenbedingungen. Im Gespräch ist unsere Hallengebühren erheblich zu erhöhen, sodass wir erstmal sehen müssen, was können wir uns in den nächsten Jahren überhaupt noch leisten. Ich hoffe aber, dass die ganze Sache ein gutes Ende nimmt. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Jetzt noch mal zurück zum Spiel. Kleiner Tipp von Ihnen, wie geht's aus? Na, ich sag mal, wir haben hier, ich glaube, 6 oder 7 Jahre lang mit einem Tor gewonnen. Ich denke mal, das ist auch heute möglich. Ja, das ist ein klares Statement. Und dann wünschen wir Ihnen ansonsten viel Glück auch für die weitere Zukunft des HSV Grimm. Und dass Sie das Verhältnis hier mit den Banskoletzen so gut wie bisher und freuen uns auf eine spannende zweite Halbzeit. Wir haben einen auf den Rücken gestellt, der noch Schaden bei Hülschaden hat.